Also ich sehe natürlich sowohl den Fiskalpakt als auch jetzt die neue Regelung des ESM kritisch. Ich habe mich auch jetzt in den letzten Wochen eingelesen. Das ist ja juristisch eine sehr komplizierte und schwierige Materie. Die Frage, ob man das überhaupt macht und ob man da überhaupt sowas abschließen kann und soll, sehe ich auch noch für mich völlig offen, ob ich da zustimme. In jedem Falle würde ich es für besser halten, wenn solche ganz zentralen Fragen von der Bevölkerung entschieden würden. Also wenn wir dazu ein Referendum machen in Deutschland, sowohl zum Fiskalpakt als auch zum ESM. Ich vermute, dass man das nicht will, weil man auch befürchtet, dass die Mehrheit da überhaupt nicht sicher ist, sondern eher unsicher. Das kann aber keine Entschuldigung sein, weil man kann sich ja nicht aussuchen, wann man Referenden macht, wann man eine Volksbeteiligung macht, ob die einem gefällt oder ob sie einem nicht gefällt. Es wird immer wieder gesagt, das muss ganz, ganz eilig gehen. Nehmen Sie mal die ganzen Auseinandersetzungen über die Hilfe für Griechenland. Da hat man gesagt, an dem Tag oder in dem Monat muss das entschieden sein, sonst geht alles unter, ist Europa am Ende. Plötzlich hatte man dann einen Monat länger Zeit, weil sich die Verhandlungen hinzogen über die Gläuberbeteiligung oder Ähnliches. Wir haben mal gefragt, ja und was ist jetzt? Ja, irgendwie geht das doch. Und dann hatte man plötzlich 3 Monate Zeit und so ging das immer weiter. Angeblich ging es um Tage, aber nachher waren Monate Zeit. So sehe ich das hier auch. Theoretisch kann man sich vorstellen, dass mal Fragen auch ganz, ganz schnell entschieden werden müssen. Aber bisher habe ich das nicht gesehen, dass das der Fall war. Die Frage, wann man ein Referendum macht, also wann man eine Volksbeteiligung macht, die müsste auch der Deutsche Bundestag viel ernsthafter diskutieren. Da liegt es wirklich nicht an den Grünen, also nicht an uns, weil wir das immer schon gefordert haben und leider immer gescheitert sind. Wir hatten ja fast die Mehrheiten zusammen, die 2/3 Mehrheit, die man dann braucht. Aber die Union verweigert sich da bis heute, eine vernünftige Gesetzgebung zulassen, wo man auch solche Referenden ermöglichen könnte. Aber Sie argumentieren ja auch mit dem Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht hat ja in seiner ersten Europaentscheidung gesagt, es gibt Grenzen dessen, was auch der Deutsche Bundestag auch mit 2/3 Mehrheit, also mit Verfassungsänderungen dann Mehrheit beschließen kann. Nämlich dann, wenn es an die Substanz der Staatlichkeit geht, der eigenen Staatlichkeit Deutschlands. Und dann sagt das Bundesverfassungsgericht völlig zutreffend, das kann dann nur die Bevölkerung entscheiden. Da müsste dann die Bevölkerung gefragt werden. Ob das hier der Fall ist, darüber wird man streiten können. Das Bundesverfassungsgericht hat sich ja jetzt mehrfach auch mit der Frage der Abgrenzung auseinandergesetzt. Wir haben auch Richter vom Bundesverfassungsgericht dazu im Bundestag gehört, in Anhörungen von der Fraktion, aber auch von Ausschüssen. Die setzen jetzt die Hürde sehr hoch an, wann das Volk das nur entscheiden kann und sagen, der Bundestag kann schon sehr, sehr viel. Und wenn man jetzt diese beiden Gesetzeswerke ansieht, ich teile die Sorge, ob das verfassungsgemäß ist, was da gemacht wird. Aber ich teile nicht die einzelnen Argumente, die von mehr Demokratie bisher herangezogen werden, weil etwa die Parlamentsbeteiligung ja noch gar nicht genau geklärt ist, wie sie aussehen wird. Ich habe gehört, dass jetzt heute dazu ein Vorschlag, glaube ich, der Union oder der Koalition in den Gesetzgebungsgang gegeben worden ist. Da werden wir uns dann ab morgen, ich bin ja gar nicht im Haushaltsausschuss und kriege das ja gar nicht so direkt mit, aber ich werde mir das möglichst schnell beschaffen, um mich damit auch auseinanderzusetzen, weil wir in anderen Bereichen, wo solche Rettungsschirme aufgestellt worden sind mit ähnlichem Finanzvolumen, da haben wir ja nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts eine Beteiligung des Deutschen Bundestages vorgesehen in 3 Stufen. Ich war ja auch bei den verschiedenen Rettungsmaßnahmen, die innerdeutsch etwa zur Bankenrettung von systemwichtigen Banken unternommen worden, sehr skeptisch und habe auch immer gesagt, das ist eigentlich verfassungswidrig. So wie ihr das macht, also wie die Bundesregierung das macht, und zwar sowohl die Große Koalition als auch jetzt Schwarz-Gelb, so ist das nicht in Ordnung. Das ist verfassungswidrig. Nur ich habe mich immer daran gehindert gesehen,
selber eine Verfassungsbeschwerde oder eine Organklage einreichen zu können, weil das eigentlich sehr, sehr eng und streng geregelt ist im Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Ich habe inzwischen aber gelernt, dass das Bundesverfassungsgericht offenbar selber ein Interesse daran hat, zu entscheiden in diesen Fällen, gerade jetzt, wenn es um die großen Rettungsschirme im europäischen Rahmen geht. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat Möglichkeiten geschaffen, die weder in der Verfassung noch im Bundesverfassungsgerichtsgesetz stehen, auch einzelne Abgeordneten das vor das Gericht zu tragen. Daraus kann man schließen, die machen auch mehr an verfassungsmäßiger Überprüfung möglich, als man das bisher erahnen konnte. Und das gibt einem Hoffnung, dass wenn jetzt ESM und Finanzpakt beschlossen werden und man prüft die Verfassungsmäßigkeit, das tue ich natürlich auch und überlege mir auch, ob ich klagen soll, wenn ich es für verfassungswidrig halte, dass diese formale Hürde wahrscheinlich vom Bundesverfassungsgericht gar nicht so eng ausgelegt wird, sondern dass sie auch ein Interesse dran haben, an so wichtigen Gesetzen, an so wichtigen Entscheidungen zu sagen, da wollen wir mindestens, dass der ganze Bundestag beteiligt wird, vielleicht sogar, hier ist jetzt der Fall erreicht, wo das Volk entscheiden soll.